Was geht ab, Bries? Willkommen zu einem neuen Vlog. Und zwar bin ich gerade in Barcelona. Das hier ist die Aussicht von dem Hotelzimmer, von dem Balkon, auf dem ich gerade stehe. Wir sind jetzt den dritten Tag hier und heute widmen wir uns dem Shopping. Es gibt Vintage-Läden, es gibt normale Streetwear-Läden und auch Sneaker-Läden. Das heißt, eine bunte Mischung. Für jeden sollte etwas dabei sein. Wir haben jetzt gerade 12 Uhr oder so. Der Tag beginnt und ich nehme euch mit. Gebe euch ein bisschen Barcelona-Impressions. Ich hoffe, ihr genießt den Vlog. Lasst mir jetzt schon mal ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich auf den Streets bin. Bis gleich. Ihr könnt sehen, wir haben wirklich unfassbar geiles Wetter. Es ist ungefähr 30 Grad. Und der erste Stop heute hat nichts mit Shopping zu tun, denn wir müssen uns für das Shopping stärken. Deshalb geht es jetzt für uns in die Bäckerei des Vertrauens. So, was wird sich heute gezogen? Also gestern hatte ich die Dinger hier. Die waren eigentlich ziemlich geil, aber die sind halt so voll klein, wie ihr sehen könnt. Deshalb denke ich mal, gehe ich hier mit diesen Croissants. Das Frühstück wurde vernichtet und wir sind bei dem ersten Store für heute angekommen, und zwar Soulbox. Boah, krass. Die haben so eine ganze Wand aus Babestars. Irgendwie Babestars, aber ein Schuh, den ich noch nie gekauft habe und auch nicht vorhabe zu tragen. Aber ich glaube, falls man Babe feiert, ist das hier auf jeden Fall der richtige Anlaufpunkt. Denn da hinten, da vorne, gibt es nochmal ganz viel Babe. Hier gibt es ganz viele Babestars. Der Store generell ist irgendwie so aufgebaut wie so ein Markt, wie ihr sehen könnt. Alle Schuhe sind so in verschiedenen Regalen drin. Sehr cool gemacht. Irgendwie ein sehr eigener Vibe hier. Die haben von Hoodies über T-Shirts einfach alles. Aber ich weiß nicht, jeder hat ja da seine eigene Meinung. Ich würde Babe jetzt auf jeden Fall nicht mehr rocken. Mir auch zum Beispiel so eine coole Jeansjacke, noch mehr Hoodies. Also wirklich, für jeden Babe-Fan, ihr müsst hier auf jeden Fall hinkommen. Ist unfassbar. Also, wir sind wieder rausgesteppt. Fazit zum Soulbox-Laden. Was Klamotten angeht, gefühlt nur Babe und Nike Lab-Sachen am Start. Ist halt eher ein Sneaker-Laden, um ehrlich zu sein. Ich bin jetzt nicht auf der Suche nach Sneakern. Denn, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, ich suche halt eher Shorts und halt noch T-Shirts für den Sommer. Und da war dieser Laden auf jeden Fall verkehrt. Der Tag ist noch lang, die Liste ebenso. Deshalb bin ich auf jeden Fall voller Hoffnung. Und als nächstes würde ich sagen, gehen wir in einen Vintage-Laden. Ich war lange nicht mehr in einem Vintage-Laden. Mal schauen, was uns dort erwartet. Ich glaube, der ist Holala Vintage. Wir sehen uns dann dort. Ein typischer Vintage-Laden. Man muss wirklich sehr viel Zeit mitbringen, um hier fündig zu werden. Falls ich fündig werde, melde ich mich natürlich bei euch. Ich durchsuche hier jetzt mal alles und hoffe, dass ich geile Vintage-T-Shirts finde. Also das hier sieht doch mal sehr interessant aus. Wir haben ganz viele Racing-T-Shirts. Ich werde die jetzt mal alle durchgucken und dann mal schauen, ob ich irgendwas finde. Das große Ding ist, die sind alle One-Size. Das heißt, die haben nicht irgendwie mehrere Sizes oder so auf Lager. Man muss das perfekte T-Shirt in der perfekten Size finden. Aber, Jungs, die T-Shirts sind hier wirklich sehr, sehr crazy. Shoutout an Jan, wenn er hier wäre, der würde es auch sehr fühlen. Was sagt ihr, Jungs? Das hier wäre das erste T-Shirt. Fittet an sich voll cool, oder? Nur das Ding ist, der Kragen ist halt nicht so eng. Das ist der einzige Abfuck, der Kragen, aber was willst du machen? Man kann ja nicht alles perfekt haben. Ganz kurz nochmal, also das hier ist das Size XL und ihr wisst alle, ich bin 1,70 groß. Also ist eigentlich unfassbar hier mit den Sizes. Ich glaube, ich nehme das mit. Ich finde das voll cool. Und theoretisch kann man sich überlegen, das hier zu kaufen, dann bis hier zu kürzen in Deutschland. Das T-Shirt kostet halt, keine Ahnung, 40 Euro oder so. Die Preise gehen echt klar. Also, ich glaube, ich werde noch ein bisschen Zeit in diesem Laden verbringen. Einfach ganzen Block vor diesem Spiegel verbringen. Das T-Shirt ist aber auch sehr geil. Ein sehr geiler grüner Colorway. Aber ist es mir diesen Film wert mit so Schneiderbringen und so weiter und so fort? Ich weiß nicht. Aus dem Laden raus, der erste Pickup heute wurde getätigt. Es ist nur bei einem Pickup geblieben, weil ich mein Cash jetzt nicht komplett in diesem einen Laden spenden wollte. Aber eine sehr große Empfehlung von mir, falls ihr Barcelona seid und Vintage shoppen wollt, auf jeden Fall müsst ihr hier hinkommen. Ich glaube, das Komischste an Barcelona im Vergleich zu Deutschland ist wirklich, dass eigene Ladenbesitzer vor ihrem Laden stehen während der Arbeitszeit und sich einfach einen Joint rauchen, als wäre wirklich nichts. Also gefühlt jeder, der hier einen eigenen Laden hat, kifft einfach die ganze Zeit. Uns geht es direkt zum nächsten Store, Stuff. Stuff soll eine Eigenmarke sein in Barcelona, die sehr abgespacede Kleidung rausbringt. Ich habe es nur auf TikTok gesehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was dort am Start ist.
Das nehmen wir jetzt genauer unter die Lupe. Geil. Barcelona ist einfach zu krass. Also ich sehe auf jeden Fall The Room. Hier haben wir Stussy und so am Start. Aber für mich geht es jetzt erstmal in den Laden und zwar, wie gesagt, Stuff. Ich hoffe, der Laden hat auf. Laden hat zu. Digga, zu krass. Das ist da oben. Einfach ein Friseurladen ist, what the fuck. Ich bin jetzt mal in der unteren Etage und direkt bin ich bei der Stussy Row hängen geblieben. Hier einmal Jorts. Dann haben wir hier eine Camo Cargo, die ziemlich cool aussieht. Davon werde ich jetzt safe mal Stuff anprobieren. Auch dieser Cardigan, sehr cool. Ist jetzt nicht am besten geeignet für den Sommer, deshalb glaube ich, werde ich das hier auf jeden Fall nicht anprobieren. Aber mal schauen. Ich glaube, ich gehe in die Kabine mit dem hier. Ah, leider ist das Licht hier so ein bisschen schlecht, aber man kann sehen, die ist so geil verwaschen. Mal schauen, was das überhaupt kostet. Ich habe gar nicht drauf geguckt. Stussy, 125 Euro. Okay. Ist schon ein stolzer Preis, aber die sieht auch sehr crazy aus. Die ziehen wir jetzt als erstes an, danach die Cargo. Ja, okay, auf jeden Fall falscher Ehrgeiz. Kann auch sehen, die ist hier viel, viel zu breit. Auch viel zu lang. Also das ist auf jeden Fall nicht Sinn der Sache, glaube ich. Also no joke, ich habe die ganze Zeit schon so eine Camo Cargo gesucht. Die sieht eigentlich relativ cool aus, auch von der Weite her. Stackt wirklich sehr schön auf die Schuhe. Negativpunkt, ich habe mir gerade den Preis angeguckt. Und das Ding hier kostet 225 Euro. Und ich bin euch ehrlich, 225 Euro bin ich jetzt nicht bereit, einfach für eine Camo Cargo auch spontan auszugeben. Wenn der Herbst jetzt wiederkommt, kann man sich auf jeden Fall überlegen, die zu ziehen. Aber wie gesagt, so spontan, leider kein Kopf. Auf jeden Fall die untere Etage, übertrieben versteckt. Es geht hier ab. Ich dachte zuerst, wo gehe ich lang? Aber wenn man hier hoch geht, kann man sehen, dass man hier aus dem Store rausgehen kann und hier quasi die erste Etage beginnt. Also gerade erfahren, dass Stuff nebenan um 3.30 Uhr oder so aufmacht, weil die sich doch eine Mittagspause gönnen. Im Internet stand nichts von Mittagspause. Deshalb steppen wir jetzt eigentlich mal woanders hin. Ich glaube, keine Ahnung, was essen oder so. Ich habe mittlerweile ein bisschen Hunger und dann checken wir Stuff später ab. Jetzt wird das gute Ding verspeist, natürlich dazu noch einmal Eistee, Zitrone, Pfirsich hab ich leider nicht. Schöne Grüße an Emily, die hat mir diesen Pizzaladen hier empfohlen. Erster Biss, mal schauen. Also ich habe eine Margarita genommen, unfassbar geiler Pizzateig. Auch sehr korrekte Menschen, ich durfte ja da drin filmen, habt ihr gesehen. Eine sehr geile Pizza für 7 Euro. Gefühlt kann man in Barcelona nicht billiger wegkommen, was Essen angeht. Die Pizza wurde aufgegessen, Eistee muss noch aufgetrunken werden. Danani Pizza, eine riesen Empfehlung von mir. Damit macht ihr nichts falsch. Ich bin gerade in irgendeinem Sneaker-Store drin. Echt zu krass, dass die Adidas Campus hier resellen. Digga, 250 Euro, die kosten Retail irgendwie 100 Euro oder so. Mal schauen, was Yeezy Slides kosten, 190 Euro. Aber die haben wirklich eine crazy Collection an Sneakern, wirklich sehr krass, Dunks in allen Farben, hier noch mehr Dunks, sehr cool. Collect, by the way, heißt der Laden. Ich weiß nicht, was die Spanier mit Babe haben, in jedem Store hängt gefühlt nur Babe rum, so komisch. Also könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Babe feiert, aber ich trage Babe halt gar nicht und es interessiert mich Real Talk gar nicht, deshalb verstehe ich das nicht. Vamos. Der Laden hat endlich auf. Ist einfach aufgebaut wie so ein Supermarkt. Wir schauen uns jetzt mal die Sachen an und gucken. Obwohl das doch. Hä, hier hängen doch andere Marken. Ich dachte, es wäre nur eine Eigenmarke. Komisch. Also die beiden T-Shirts hier. Einmal das hier mit den ganz vielen Brand-Logos. Und das dahinter sind die einzigen T-Shirts, die ich so ein bisschen ernst nehmen kann. Nur ich glaube, der Colorway sieht jetzt bei meinem Hautton nicht so vorteilhaft aus. Zeigen, deshalb gehen wir jetzt raus. Die T-Shirts sind irgendwie krass. Okay. Ready? Yes. Ja, was passiert denn? So, what's happening? It's kind of changing the color. Das soll auf jeden Fall die Farbe ändern. Krass. Ich erkenne nichts. Oh. Geil. There was a bit more sun. Okay. So, basically.
machen es nochmal, weil die es irgendwie ein bisschen verkackt hat. So, if you're gonna speed up the process. 1, 2, 3. Ja, okay. Now there's the difference. Halt übertrieben nett von der Frau. Die hat auch an dem T-Shirt so das komisch gerieben und meinte dann, dass das halt nach Blumen riechen sollte. Aber zum Beispiel das jetzt mit der Farbe, ich habe den Unterschied gar nicht gecheckt. Die stand halt vor mir, hat mich auch so angeguckt und dachte mir auch so, okay. Und jetzt, selbst als sie diese Taschenlampe da rausgeholt hat, egal, weiter geht's. Also war auf jeden Fall für mich Zeitverschwendung, falls ihr darauf steht, dass eure T-Shirts geile Features haben. Geht auf jeden Fall stuff. Wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter zu einem Store, der heißt The Garden, wo es auch sehr coole Kleidung geben soll. Unter anderem Cortez habe ich gesehen auf TikTok. Deshalb bin ich auf jeden Fall gespannt. Mal schauen, welche Cortez-Pieces am Start sind oder ob überhaupt Cortez-Pieces am Start sind. Sehr geiles Wetter. Es ist herrlich, Jungs. Was auf jeden Fall krass ist, die haben alle Velour-Garments hier. Und die sind eigentlich gefühlt sold out, also man bekommt die nirgendwo. Ist auf jeden Fall sehr krass. 600 Gramm Hoodies, crazy, kosten 90 Euro. Natürlich haben die auch Supreme-Sachen am Start. Aber ist jetzt nichts, was mich irgendwie anspricht, bin ich euch ehrlich. Hier zum Beispiel Bogo. Naja, was ihr auch gesehen habt. Einfach die Dinger hier. So krass, aber ich weiß nicht, ob die for sale sind. Digga, wie krass. Viel zu süß, die Dinger. Also ich habe jetzt mal eine Cortez Sweatpants genommen, wie ihr sehen könnt. Haben die auch hier, aber nicht viele Pieces. War einer der einzigen Pieces in Size S. Ich weiß gar nicht, was das gute Ding kostet. Joa. Finde das eigentlich schon nice. Nur ich habe eben gesehen, dass die 350 Euro kostet. Das ist ein bisschen zu viel. Ich weiß gar nicht, was Retail von der ist. Bestimmt nur so 120 Euro oder so und dann 350 Euro sicher auf gar keinen Fall. Aber das erste Cortez-Piece, was ich jemals in meinem Leben angezogen habe, und jetzt weiß ich auf jeden Fall für die Zukunft, Size S bei Cortez, passt mir perfekt, was Jogger angeht. Sieht eigentlich schon sehr frisch aus, ne? Digga, ich glaube, ich habe es komplett vergessen, und zwar Outfit of the Day, Represent T-Shirt, meine Goya-Bag, eine Tennis-Chain, einfach ganz normale rote Shorts, Match finde ich sehr gut mit dem T-Shirt und Vans, New School, etwas dicker. Jetzt eigentlich nicht perfekt auf so eine Kurzhose, aber ich habe leider keine anderen Schuhe dabei. Was die Schuhe auf jeden Fall angeht, einer der krassesten Collections, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also Real Talk, es lohnt sich auf jeden Fall, da einmal reinzugehen, sich die ganzen Schuhe anzugucken. Wirklich crazy, was für Grails da drin sind. Ich habe euch eben gar nicht erzählt, was für Pickup ich mir gemacht habe, denn es gab ein kleines Pickup, was ich nicht gefilmt hatte, wo ich nicht geblockt hatte. Das zeige ich euch jetzt mal, würde ich sagen. Und zwar habe ich mir bei irgendeinem Store, bei irgendeinem Strandverkäufer mäßig, mir ein kleines Bracelet geholt. Ihr werdet jetzt mein Close-Up eingeblendet bekommen, dann könnt ihr das sehen. Hat, glaube ich, 10 Euro gekostet. Das fand ich sehr cool und ich dachte mir, das zeige ich euch auch nochmal. Mal schauen, in welchen Store es als nächstes geht. Erstmal jetzt ein bisschen ausruhen und danach, denke ich mal, geht die Reise für uns weiter. Einfach, der Store ist in der größten Gasse, die es gibt. Optisch auf jeden Fall der krasseste Store. Sehr geil gemacht, auch hier mit diesen Pflanzen und so. Gibt es hier quasi so eine eigene Box, wo auch nochmal Sneaker drin stehen. Aber ich sage euch ehrlich, hier sind jetzt nicht die krassesten Sneaker. Sind halt ein paar stabile dabei, aber jetzt nichts Atemberaubendes, also keine Travis-Sneaker oder so. Sondern eher normale Nikes, normale Dunks. Deshalb schauen wir uns mal eher die Klamotten an. Mal schauen, was wir hier so haben. Ein paar Jordan-Sachen, nicht so interessant für mich. Was haben wir hier? Nocta-Sachen. Okay. Das hier ist kein Nocta mehr. Also auch ein paar Nocta-Pieces. Okay, also ich sage euch ehrlich, die Kleidung hier ist leider ein bisschen enttäuschend. Wir haben Pleasures, die Brand kenne ich gar nicht so richtig. Was haben wir noch hier? Das ist gefühlt alles Pleasures. Dour de Monsieur, keine Ahnung, kenne ich auch nicht. Also eher so richtig weirde, komische Marken hier. Ja, nichtsdestotrotz, sehr, sehr cleaner Store. Damit ihr mal checkt, in was für einer Gasse dieser Store ist. Der ganz krass. Einfach in irgendeiner Gasse in Barcelona. Mittlerweile haben wir 3 Uhr morgens. Der Vlog ist zu Ende gecuttet. Ich habe eben gecheckt. Alter, du hast gar kein Outro aufgenommen. Nimm's mir nicht übel, deshalb mache ich das jetzt. Und nein, ich wickel gerade kein Geschäft ab. Ich sitze hier einfach nur
Um das ganz kurz zu filmen, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich hoffe, euch haben die Impressions gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und ganz wichtig, das LPU aus diesem Vlog und das LPU aus dem London-Vlog werde ich euch in einem separaten LPU zeigen. Das LPU wird wirklich crazy, deshalb lohnt es sich natürlich, ein Abo dazulassen. Das wär's. Bleibt gesund. Peace und haut rein. Ciao.